Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Letztes Jahr um diese Zeit haben wir so ein paar Videos hintereinander gemacht, wo wir Getränke gemacht haben. Wir haben Cold Brew ausprobiert, wir haben damit Eis gemacht, wir haben einen Gin Tonic mit Cold Brew Eis kreiert und haben den ausprobiert, der außerdem sehr lecker ist. Könnt ihr gerne euch nochmal anschauen, ist echt eine coole Nummer. Dann haben wir so ein paar Dalgona-Cafés gemacht. Und weil das jetzt ein Jahr her ist, haben wir gedacht, damit die Dalgona-Cafés nicht in Vergessenheit geraten, machen wir eine neue Serie. Und zwar machen wir genau drei Stück. Die werde ich jetzt hintereinander veröffentlichen. Und heute machen wir einen Dalgona-Café mit einem Kiba-Shake unten drunter. Wir haben schöne reife Bananen hier, die werden wir verwenden. Und dann habe ich hier ein paar schöne Erdbeeren, hätte ich beinahe gesagt. Nein, ist falsch. Kirschen, die wir dann gleich entkernen werden und werden die auch gleich benutzen. Ich habe jetzt 10 Kirschen klein geschnitten. So, ich habe die einfach halbiert, dann eine Hälfte geviertelt, Kern raus und da rein. 10 Stück habe ich genommen. Ich mache jetzt nur einen. Weil meine geliebte Frau sagt, nee, ich will heute nicht, zu viele Kalorien. Also mache ich halt heute noch einen. So, ich habe die Banane schon mal ausgezogen. Die tue ich jetzt hier auch mit hinein. Ich schmeiße da jetzt schon mal ein bisschen Eis rein. Dann tue ich da schon mal ein bisschen Milch rein. Also man hat bei diesem Shake so ein bisschen die Chance, das in zwei verschiedenen Sorten zu machen. Einmal kann man jetzt den Kiba hier jetzt gleich mixen und dann könnte man das unten ins Glas tun. Dann nimmt man sich ein bisschen Vanilleeis und ein bisschen Milch und schlägt das auf. Dann kriegt man im Endeffekt im Glas so eine zweite Schicht hin und obendrauf macht man dann den Dalgona. Dann hat man so einen Drei-Schichten-Shake gemacht. Das sieht natürlich auch noch klasse aus. Ich werde gleich mal gucken, wie ich das mache. Bevor jetzt mir aber hier wieder irgendwelche Leute sagen, das ist aber nicht das Original, du hast das alles falsch gemacht. Also, das Original, was erfunden worden ist, weiß ich auch, ist unten einfach Milch drin mit Eis und oben ist das Dalgona, die Dalgona-Creme obendrauf gemacht worden. Ich nehme jetzt meinen Zauberstab und werde das jetzt mal eben kurz hier quirlen. Dajuk macht uns jetzt den Dalgona-Kaffee. Das Verhältnis ist einfach ganz einfach. Von jedem einfach 2 Esslöffel. Also 2 Esslöffel Instant-Kaffee, 2 Esslöffel Zucker. Dafür kann man auch Zuckerersatzstoff nehmen. Den zeigt Dajuk uns mal eben schnell. Das ist der Zuckerersatz, den wir verwenden. Ich mache euch unten einen Link in die Description-Box. Wir haben richtig heißes Wasser jetzt, davon natürlich auch 2 Esslöffel. Super, fertig. Man sieht das schon da am Rührbesen, super fest und ist ganz simpel einfach. Jetzt geht's weiter. Jetzt tue ich noch 3 Kugeln Eis hier in meinen Becher. Kleine Kugeln heute. Tue da noch ein bisschen Milch zu. Soll ja ein Shake werden. Und schlag das auch mal eben schnell auf. Die Hand ab. Ah, oh, ist das kalt. Nachdem mir jetzt ja fast die Hand abgefallen ist, weil es so kalt war, fange ich jetzt mal an, das hier aufzufüllen. Ich mache erstmal die untere Hälfte mit unserem Kiba. Und jetzt fülle ich da langsam, vorsichtig
mein Vanilleeis oben drauf. Am besten auf einen Löffel, über einen Löffel, damit sich das nicht so fürchterlich vermengt, sondern dass das halt wirklich richtig schöne Schichten ergibt. Super. So, jetzt machen wir da oben noch eine schöne Haube Dalgona-Creme drauf. Genial. Voilà. Achso, es fehlt noch was. Ha, das Wichtigste. Tere. Ein Strohhalm. Voilà, unser Kibar Dalgona Kaffee ist fertig. Sieht der nicht lecker aus? Ich finde schon. Den werden wir uns auch gleich gemütlich auf dem Balkon zu Gemüte führen. Ja, so einfach ist das und so schnell geht das. So, das war es dann heute für diesen Shake. Es folgen dann halt jetzt noch zwei weitere. In den nächsten Tagen werden wir die drehen und dann werde ich sie euch auch nicht vorenthalten. Das heißt, nochmal zusätzlich zu diesem Shake noch zweimal super puren Genuss. Und das ist ein super Wachmacher. Ne? Also so diese Dalgona-Creme, da ist ja verhältnismäßig viel Kaffee drin und Zucker. Nicht nur, dass es einem auch schön fett macht, das macht auch super wach. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen, was wir jetzt hier gerade fabriziert haben. Wenn ja, gebt uns einen Daumen. Wenn nein, gebt uns einen Daumen nach unten. Ist auch kein Problem. Habt ihr irgendwelche Anregungen, schreibt sie uns unten gerne rein. Wollt ihr uns beschimpfen, lasst es bitte nach. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich sage Tschüss. Und Frank von foodblogHamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.